Ovarik. Vaginale Moorbehandlung. Selbstanwendung insbesondere bei Kinderwunsch, aber auch bei Unterleibsschmerzen, Entzündungen, Hormonstörungen, Juckreiz der Scheide, Lichen, Ovarialzysten, Sexualproblemen und mehr. Aachener Nachrichten, 1984. Luisenhospital. Neue Behandlungsmethode. Aus dem Akademischen Lehrkrankenhaus Luisenhospital Aachen. Ich finde es großartig, dass man mit einem Naturpräparat und nicht mit Chemie behandelt wird, lobte Frau Alexandra Pfaff ihren Arzt. Und außerdem wird die Entzündung an der Wurzel gepackt. In der Frauenklinik des Luisenhospitals unter der Leitung von Professor Dr. Klaus Göcke nutzt man bei Behandlung von Frauenleiden eine neue, in der Bundesrepublik bisher einzigartige Methode, bei der Moor, aufgrund seiner Huminsäuren bewährtes Naturprodukt der Badetherapie, einen verblüffend einfachen wie wirksamen Einsatz findet. Das Moorbad ist bekannt, doch Dr. Robert Kovarik, seit 2,5 Jahren Mitarbeiter Göckes und zuvor Leiter eines 550-Betten-Sanatoriums in Franzensbad, Tschechoslowakei, führte die Anwendung weiter. Bei der vaginalen Moorbehandlung, die man nun auch in Luisenhospital einsetzt, gelangt der Wirkstoff über eine moordurchlässige, strumpfähnliche Hülle aus feinem Perlon-Stoff unmittelbar in den Genitalbereich. Der Vorgang bereitet keine Schmerzen, das Einführen eines Tampons ist unangenehmer, bestätigen die Patientinnen einstimmig. Die Wärme ist sehr wohltuend. Das anfängliche Zögern der Ärzte war größer als die Skepsis der Frauen. Es gab ästhetische Bedenken, so Kovarik. Schließlich ist nur eine schwarze Masse. Doch das Echo ist eindeutig positiv. Zumal die Firma, die sich auf Vorbereitung und Lieferung der Einwegtuben mit Moor- und Einführungshülsen spezialisiert hat, damit jeder Frau eine absolute Hygiene garantiert. Die Entfernung ist denkbar unkompliziert. Moorreste, die erst mit Abschluss der Behandlung ausgespült werden, wirken zusätzlich keimabtötend und heilend. Alle Frauen der Bundesrepublik und über die Grenzen hinaus werden von der großen Erfahrung profitieren, die Dr. Kovarik mitgebracht hat, betont Professor Göcke, selbst Vorsitzender des Arbeitskreises Gynäkologische Balneotherapie im Verband der Deutschen Badeärzte. Moderne Kontrollmessungen per Ultraschall belegen die von den Patientinnen bestätigte Wirksamkeit der Methode mit Fakten. So verdoppelt sich die Durchströmung der Gefäße. Durch diese bessere Durchblutung werden mehr Nährstoffe transportiert, die Sauerstoffzufuhr erhöht sich, Schlacken werden abgebaut und der Stoffwechsel angeregt. Der Heileffekt ist deutlich. Je eher die Behandlung mit dem bis auf 48 Grad Celsius erwärmten Moor nach Abklingen einer akuten Entzündung einsetzt, umso rascher tritt die Wirkung an. Allgemeine Entspannung beeinflusst den gesamten Organismus im Körperkern. Ich bin Allergikerin und reagiere auf nahezu alle Medikamente, berichtete eine Patientin, die kurz vor einer Operation der Gebärmutter stand, mit chronischen Eileiterentzündungen ins Luisenhospital kam. Das wäre für mich eine Sache auf Leben und Tod gewesen. Die Moorbehandlung hatte bei ihr ein verblüffender Erfolg, beeinflusste positiv Nieren- und Blasenbeschwerden, wirkte sogar auf die Verdauung, Verkrampfungen verschwanden. Die vaginale Moorbehandlung ersetzt allerdings nicht das Moorbad oder die Moorpackung, so Kovarik. Aachener Nachrichten, 1984. Moorbehandlung statt Hormonspritze. Naturmedizin ist ein Stiefkind der Forschung. Ein Aachener Gynäkologe wehrt sich. Von Sabine Rother. Er ist in höchstem Maße besorgt, beobachtet eine ungünstige Entwicklung in der Medizin. Sie wird zunehmend industrialisiert. Die Trennung von Schul- und Naturmedizin verschärft sich, weiß Dr. Robert Kovarik, lange Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Dr. Klaus Göcke, Direktor der Gynäkologischen Klinik des Luisenhospitals und jetzt selbstständig praktizierender Arzt, aus Erfahrung. Er ruft zur Umkehr auf.
Gerade in der Naturmedizin kann aufgrund vernetzten Wirkungsweisen nicht ausreichend statistisch gearbeitet werden. Soko Warik. Hier sind es die komplexen Fallbeispiele, die mehr aussagen, als eine vereinfachende Statistik der Schulmedizin. Methoden, die sich seit Jahrtausenden bewährt haben, werden belächelt. Sein Eindruck, die moderne Medizin hat sich den industriellen Produkten verschrieben, die patentierbar sind. An ihnen können schließlich alle verdienen und der Mensch ist abhängig von dieser Industrie, sagt der Gynäkologe. Teilergebnisse genügen, um ein Präparat in die Produktion gehen zu lassen, aber Methoden, die ihre Beständigkeit seit Jahrtausenden bewährt haben, werden belächelt. Kovarik führt einen zähen Kampf mit Kassen und Kostenträgern, die Behandlungskosten nicht tragen wollen. So im Falle eines Mannes, der nach einem Herzinfarkt mit Aspirin behandelt werden sollte, jedoch zusätzlich magenkrank ist. Die geschlossene CO2-Gasbehandlung kann ihm ohne Gefahr für den Magen helfen. So Kovarik. Aber er muss es selber bezahlen. Grund: Kovarik nutzt Verfahren, die auch in der Kur ihre Anwendung finden. Es grenze an wissenschaftlichem Selbstmord, wenn ein Mediziner an einer Uniklinik sich hiermit offiziell beschäftigen würde. Kovarik. Die Ignoranz ist unglaublich, denn es gibt bereits zahlreiche Publikationen in diesem Bereich. Er selbst will dem entgegensteuern, beispielgebend durch die Praxis. So behandelt er inzwischen erfolgreich zahlreiche Frauenleiden alternativ, unter anderem mit der geschlossenen CO2-Therapie, bei der man eine Patientin in eine mit dem Gas gefüllte Hülle legt. Durch die Einwirkung des Gases und die im Körper ablaufenden chemischen Prozesse, unter anderem Gefäßerweiterung, wird die Durchblutung gefördert, Entspannung tritt ein, heilende Vorgänge laufen an. Gerade Frauen mit Schwangerschaftskomplikationen, die unter Ödemen, schlecht durchbluteten Plazenta und Blutdruckproblemen leiden, finden ohne Medikamente Hilfe. So hat eine Selbsthilfegruppe das Verfahren bereits nach einer Schulung übernommen. Eine regulative Therapie, die die Frauen jetzt in Eigenregie anwenden können, berichtet der Gynäkologe. Er setzt auf Frühdiagnostik, vor allem aber auf Frühbehandlung und Prophylaxe. Man darf nicht warten, bis ein Krankheitszustand auftritt, sagt er, der auch in der Krebsnachsorge viele Erfahrungen gesammelt hat. Der vom Krebs geschwächte Mensch, der im Schock der Diagnose operiert wurde, danach unter den oft auch ästhetischen Folgen leidet, wird in dieser Situation zusätzlich bestrahlt oder mit Chemotherapeutika behandelt, was im Grunde auch korrekt ist, meint Kovarik. Kaum jemand kümmert sich aber um die Angstzustände oder um den Wiederaufbau seiner inneren Kräfte. Ignoriert wird seiner Meinung nach vom überwiegenden Teil der Schulmediziner auch die vaginale Moorbehandlung, die unter anderem bei inoperabler Inkontinenz nachweisbar zur Gewebestraffung geführt habe. Statt das Moor zu nutzen, greift man zum Beispiel bei Unfruchtbarkeit gleich zu künstlicher hormoneller Therapie. Dabei könnte man durch den Einsatz dieser natürlichen Wirkstoffe so mancher Frau bereits helfen und auch noch Kosten sparen, betont Kovarik. Man nehme hormonbedingte Mehrlingsschwangerschaften als notwendiges Übel in Kauf, und behaupte sogar, dass eine Behandlung nicht helfe, wenn es keine Nebenwirkungen habe. Das ist eine billige Ausrede, es geht auch anders, sagt Kovarik. Medizinern, die hier nicht auch über physikalische Methoden aufklären, werfe ich eine Pflichtverletzung vor. Er denkt an jene Frauen, die ihre Mehrlinge ohne Gefahr einfach nicht austragen können, an Notdiensteinsätze und Belegung von Krankenhausbetten durch diese Risikoschwangerschaften, die das Gesundheitswesen belasten und verteuern, aber ganz besonders an die psychischen Folgen. Das in der Fachliteratur diskutierte und juristisch abgesicherte Abtöten von Föten, den Fetozid, wird ebenfalls in der Bundesrepublik betrieben. Man sagt der Frau, dass es nicht anders geht, beklagt Kovarik. Auch das ist eine Verletzung der Aufklärungs- und Fortbildungspflicht, denn spätestens seit 1985 kennt man alternative Wege. Was er allgemein erreichen will, ist das intensive Miteinander der verschiedenen Ausrichtungen in der Medizin, das Eingehen auf die Prozesse von Körper und Seele. Ich weiß,
dass ich mich damit ins Kreuzfeuer der Kritik begebe, sagt der engagierte Mediziner. Aber das ist es mir wert. Ich bin schließlich selbst ein aufgeklärter Schulmediziner.